Die Auseinandersetzung mit den Offizieren nahmen kein Ende. Am 19. Oktober schrieb Desmond seiner Frau über einen erneuten Vorfall. Diesmal war es Colonel Hamilton gewesen, der ihn vorgeladen hatte zu einem besonderen Gespräch. Er wollte ihn zwingen, eine Waffe zu tragen. Dabei bemühte er auch einige Geschichten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Dort hatte es berühmte Soldaten gegeben, die gleichzeitig gute Christen gewesen waren. Stonewall Jackson zum Beispiel oder Robert Edward Lee. Er behauptete, dass Doss ein Feigling sei, der andere für seine religiösen Rechte kämpfen ließ, während er selbst keine Waffe anrühren wollte. Doch Doss gab nicht nach. Er antwortete, dass es neben dem Töten noch andere wichtige Aufgaben gab, zum Beispiel das Leben zu retten. Und genau deswegen wollte er an die Front gehen. Nachdem Hamilton mit seinem Versuch, Doss zu überzeugen, gescheitert war, erhöhte sich der Frust bei den Vorgesetzten von Desmond Doss. Die befehlshabenden Offiziere verhielten sich jetzt immer offener ablehnend gegenüber dem Kriegsdienstverweigerer und seinen Sonderwünschen. Sie beschlossen, ihn aus der Armee zu entlassen, und als Begründung sollte ihnen ein bestimmter Passus im Kriegsrecht dienen, die sogenannte Section 8, ein Paragraph, der es erlaubte, Soldaten wegen mentaler Instabilität aus dem Kriegsdienst zu entlassen. Man warf Desmond Doss vor, völlig nutzlos zu sein für die Armee und dass er als Kriegsdienstverweigerer dort keinen Platz haben konnte. Sergeant Howe kam auf ihn zu und teilte ihm mit, dass er seinen Sanitätskasten abzugeben habe, da er nicht länger als Sanitäter in der Armee tätig sein würde. So stand Desmond Doss nun vor Colonel Cooney, dem Kommandant des Bataillons, und musste sich verantworten. Die Anklage bestand in der Behauptung, er wäre mental unfähig für den Kriegsdienst. Cooney sagte ihm, dass es zahlreiche Beschwerden über ihn gab und dass sich alle um seine Religion drehten. Aber Doss gab nicht nach. Er sagte dem Kommandanten ins Gesicht, ich werde im Schlachtfeld ein genauso guter Soldat sein, wie Sie es sind, Colonel. Der kam zur Überzeugung, dass man Doss nicht allein aus religiösen Gründen aus der Armee entlassen konnte. Und so blieb alles beim Alten. Im Oktober 1943 wurde die 77. Infanteriedivision nach Indiantown Gap in Pennsylvania verlegt. Doch auch hier drohte neues Ungemach für Desmond Doss. Dies hatte vor allem mit einem neuen Vorgesetzten von Desmond Doss zu tun. Sein Name war Captain William T. Cunningham. Unter ihm gab es die neue Regel, dass jeder Angehörige der Armee, selbst die Lastfahrer, sich erst für einen Freigang qualifizieren mussten. Diese Qualifikation musste durch Schießleistung erbracht werden. Das bedeutete natürlich, dass Desmond nun theoretisch von allen Freigängen ausgeschlossen war. Trotzdem beantragte er dieselben immer noch. Es kam zum Showdown. Doss wollte erneut einen Freigang und geriet an Cunningham, der vor ihm ein fiktives moralisches Dilemma aufbaute. Er fragte Desmond, was der tun würde, sollte ein Einbrecher in sein Haus eindringen und seine Mutter erschießen wollen, wenn gleichzeitig eine Waffe in der Nähe wäre. Würde er dann die Waffe anrühren und benutzen? Doss antwortete ganz stoisch, es würde keine Waffe in seinem Haus zu finden sein. Hin und her ging das Argument, bis Cunningham entnervt einen direkten Befehl erteilte, das Gewehr zu nehmen. Doss verneinte. So ließ Cunningham das Gewehr fallen und befahl Doss, es aufzufangen, bevor es den Boden berührte. Doss rührte sich nicht. Cunningham drohte jetzt mit dem Kriegsgericht und gab ihm eine zweite Chance. Noch einmal würde er das Gewehr loslassen. Noch einmal würde Doss die Gelegenheit bekommen, es aufzufangen. Aber noch einmal nahm Doss diese Gelegenheit nicht wahr. Das Gewehr fiel zu Boden. Und jetzt beschloss Cunningham, Desmond Doss vor das Kriegsgericht zu stellen.
Doch dazu kam es nicht. Ein anderer Offizier kam in den Raum hinein und verwies auf die komplizierte Sachlage. Cunningham verlor das Argument und Doss wurde nicht vor ein Kriegsgericht gestellt. Der erboste Cunningham suchte nach anderen Möglichkeiten, Desmond Doss zu bestrafen. Immer wieder gab er ihm die schlimmsten und unangenehmsten Pflichten, die es gab. Desmond musste oft Gegenstände so lange schrubben, bis seine Haut ganz abgewetzt war. Zu allem Überfluss verweigerte Cunningham ihm regelmäßig jeglichen Freigang, sodass Desmond Doss seine Frau nicht besuchen konnte. Aber es sollte noch schlimmer kommen für Desmond Doss. Eines Tages erhielt er einen Brief, dass sein geliebter Bruder Harold ebenfalls als Sanitäter eingezogen wurde und es nicht mehr viel Zeit gab, ihn noch einmal zu besuchen, falls er ihn noch sehen möchte. Er, Desmond, hatte schon längere Zeit Anrecht auf einen zweiwöchigen Urlaub. So beantragte er seine Papiere, die alle vorlagen und nur noch von Cunningham unterzeichnet werden mussten. Alles war bereit. Nur Cunningham stand zwischen ihm und dem lang ersehnten Heimaturlaub. Doch Cunningham schaute ihn an, sagte ihm trocken und kühl, er habe sich nicht mit dem Gewehr qualifiziert für einen Freigang und zerriss alle Papiere. Desmond konnte seinen Bruder nicht mehr besuchen. Für ihn war das vielleicht die größte Enttäuschung seiner gesamten Armeezeit. Doch schon am nächsten Morgen gab es eine gute Nachricht. Captain Stedman, der ihm so oft Probleme bereitet hatte wegen dem Sabbat, begrüßte ihn wieder im Sanitäterkorps. Jemand hatte sich für ihn eingesetzt. Es war sein Vater gewesen, der über die Behörden dafür gesorgt hatte, dass der Regimentskommandant Hamilton daran erinnert wurde, dass Präsident Roosevelt selbst eine Anordnung gegeben hatte, dass jeder Kriegsdienstverweigerer das Recht hatte, keine Waffe tragen zu müssen. Dies war ein Beschluss des Kongresses und musste auch von jedem Offizier der Armee befolgt werden. Während seiner gesamten Zeit beim Militär hat Desmond Doss nicht einmal nachgegeben, wenn es um seine religiösen Überzeugungen ging. Die Mitsoldaten, seine Offiziere, sie wunderten sich über diese Sturheit, wie sie meinten. Doch Desmond wusste, was er tat. Er war sich bewusst, dass ein einzelner Kompromiss zu weiteren Kompromissen führen würde. Und er wollte dem treu sein, was er glaubte. Kaum einer ahnte, dass es gerade diese Kompromisslosigkeit war, die ein erstes Anzeichen war für den großen Heldenmut, den er bald beweisen sollte. Es war mittlerweile 1944. In der zweiten Märzwoche wurde die 77. Infanteriedivision nach Westen verlagert, um alsbald in den Pazifikkrieg eingreifen zu können. Desmond Doss musste seiner geliebten Frau Dorothy Goodbye sagen. Auf der Fahrt gen Westen fiel Desmond auf, dass der Zug offensichtlich auch durch seine Heimatstadt Lynchburg in Virginia fahren würde. Er wusste, dass die Gleise ganz in der Nähe seines Heimathauses waren. Er wusste auch, dass sein Vater oft die vorbeifahrenden Züge beobachtete. Und so verfasste er schnell mit klopfendem Herzen eine kleine Notiz, in der Hoffnung, dass sein Vater sie bemerken würde. Als der Zug an seinem Heim vorbeifuhr, stand tatsächlich der Vater vor dem Haus und beobachtete den vorbeifahrenden Zug. Desmond warf die Notiz schnell aus dem Zug, rief und winkte mit den Armen, doch sein Vater schien ihn nicht zu erkennen. Schlussendlich musste er sehen, wie sein Vater sich entfernte, ohne ihn bemerkt zu haben. Für Desmond war das der absolute emotionale Tiefpunkt seiner ganzen Armeekarriere. Am 31. März 1944 erreichte die Division Hawaii. Hier sollte der Ernstfall für den Einsatz im Westpazifik geprobt werden. Landeoperation und der Dschungelkrieg standen auf dem Trainingsprogramm.
und hier auf Hawaii und ernahmen seine befehlshabenden Offiziere noch einmal den Versuch, Desmond Doss loszuwerden. Aber sie scheiterten erneut. Nicht zuletzt deswegen, weil einer seiner Vorgesetzten, Vernon mit Name, sich für ihn einsetzte, weil er mittlerweile mitbekommen hatte, was für einen guten und standhaften Charakter Desmond hatte. Von jetzt an sollte es tatsächlich in den Krieg gehen.